Das hier ist Jericho. Der kleine Todon. Der fast gefressen wurde. Oh mein Gott. Ja, und jetzt seht ihr auch schon das Hauptproblem von Jericho. Nämlich ist das seine sehr, sehr auffällige helle Hautfarbe. Und das ist auch genau der Grund, warum Jericho von seinen Eltern verbannt wurde. Er war einfach eine Gefährdung für die Familie, also für seine Geschwister und für seine Eltern, weil er Fressfeinde mit seiner sehr auffälligen Hautfarbe nun mal sehr leicht anlockt. Und deswegen ist Jericho jetzt ganz auf sich allein gestellt. Wir müssen jetzt schnell was zu futtern finden. Der Trodon wurde sich übrigens öfter von euch in den Kommentaren gewünscht. Vielen, vielen Dank dafür, für den Vorschlag. Der wird natürlich jetzt umgesetzt. Oh, da können wir sogar schon was erschnuppern. Sogar was für die Diät. Oh, da sind sogar richtig viele Sachen. Aber ich glaube, das ist auch hier das Hauptfeld, ne? Wo immer alle sind. Ich hoffe, wir kommen hier an irgendein Fressen ran. Wir sind zum Glück noch relativ klein. Also von daher sollte es vielleicht gehen. Da ist aber gerade was bei, oder? Ich glaube, das war ein Kompi. Scheint hier gerade auch sicher zu sein. Ihr habt übrigens auch in die Kommentare geschrieben, dass man sogar mit drei verschiedenen Diäten noch einen besseren Wachstumsschub bekommt. Ich würde das sogar fast versuchen, weil ich hatte gerade beim Schnuppern auch schon die andere Diät auch noch gesehen. Okay, der Kompi, den ich da gerade getötet habe, der scheint das sogar zu sein. Das ist ja perfekt. Oh, dann wäre ja richtig Glück. Die Nacht ist tatsächlich diesmal auch unser Freund, weil der Kompi, nicht der Kompi, ich komme voll durcheinander, der Trodon hat eine sehr, sehr gute Nachtsicht. Jetzt haben wir direkt eine voll geboostete Diät. Das ist ja ein Traum. Jetzt gucken wir mal, wie hoch das gleich geht. Ihr hattet geschrieben 50% bei drei verschiedenen Diäten. Also nur damit ihr es nochmal sehen könnt, wir haben jetzt wirklich eine erhöhte Wachstumsrate von plus 50%. Das heißt, ich werde versuchen, diese drei Diäten aufrechtzuerhalten. Aber wir wachsen auch richtig schnell, man sieht das sogar hier. Das ist ja crazy. Der braucht bestimmt auch gar nicht lange zum Auswachsen. Das ist ja entspannt. Man sieht's ticken. Ihr werdet es gleich live sehen, wie es auf 51% springt. Ich glaube, so schnell bin ich da noch nie gewachsen. Aber ist ja ganz praktisch. Dann können wir ja relativ schnell auf Jagd gehen. So langsam geht die Sonne auf. Und wir sind schon echt gut herangewachsen. Wir werden auch immer dunkler oben. Das ist echt gut. Dadurch sind wir halt unauffälliger. Oh, wir sind jetzt schon bei 70%. Ja, krass, was das ausmacht. Aber der wächst ja anscheinend eh voll schnell. Aber es ist auch bei dem sehr wichtig, weil der hat nämlich ein Gift, womit er die Gegner vergiften kann oder seine Opfer. Und das hat er, glaube ich, erst, wenn er komplett ausgewachsen ist. Deswegen ist es halt besonders wichtig, bevor wir jagen, dass wir groß sind. Aber so langsam werden wir wieder hungrig und durstig halt auch. Oh, wir sehen voll böse aus. Guckt euch das mal an. Voll blutverschmiert. Die Händchen auch so blutig. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen weiter den Fluss folgen. Weil dieser Ort ist viel zu gefährlich, um hier dann zu trinken. Ich will irgendwo hin, wo es nicht ganz so belebt ist. Weil überall da, wo viele Dinosaurier sind, sind auch viele Krokodile im Wasser. Wir wurden ja vorhin schon beinahe getötet. Oh, da ist was Kleines. Guck mal. Oh, den würde ich ja gern erlegen. Der sieht von der Größe aus, als könnten wir den erlegen. Aber ich glaube nicht, dass ich da unauffällig rankomme. Weil es halt auf der anderen Seite ist.
Egal, wir gehen erstmal auch in die Richtung weiter. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen beobachten oder so. Die Wasserseite gefällt mir aber auch hier gerade gar nicht. Ich glaube, wir müssen auch rüber. Oh, wir können hochspringen, das ist gut. Schön. Das ging sehr schnell. Wird schon nicht schief gehen. Dass wir Schreie. Ich höre Schwimmbewegung oder so, glaube ich. Ich gehe mal weiter. Ich traue mich gerade nicht. Ach, ich habe Paranoia. Aber diese Schreie machen mich auch verrückt. Es dauert auch so lange. Ich bin immer super angespannt beim Trinken. Okay, das muss reichen. Wir haben es geschafft. Okay, sehr gut. Können wir mal kurz gucken? Oh, wir sind fast ausgewachsen. Perfekt. Das ging ja richtig schnell. Wir haben gerade mal 9 Uhr morgens. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Um 4 Uhr morgens oder so? Oder um 3? Also der wächst sehr, sehr schnell. Aber wir haben halt auch die perfekte Diät. Wir warten jetzt mal kurz ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf Jagd. Aber so langsam werden wir wieder hungrig. Und jetzt haben wir auch unseren Giftbiss. 100%. Wir sind ausgewachsen. Ey, das ging richtig schnell. Es hat nicht mal eine halbe Stunde jetzt gedauert. Ach, die Schreie sind wir. Das sind die Schreie, die ich die ganze Zeit gehört habe. 4 Ceratos sind das? Ich glaube, die haben die Raptoren angegriffen. Links rennt der eine Raptor noch weg. Ne, da rechts ist, glaube ich, noch ein Raptor. Oh, interessant. Vielleicht können wir da noch was abstauben. Da oben wäre auch noch ein Opfer. Ich versuche, den einfach anzugreifen. Hinterrücks. Okay, das wird nichts. Gegen 2 traue ich mich nicht. Aber da unten ist richtig Party. Oha. Da war doch was. Ein Frosch. Oha, wie schnell sind denn die? Wir haben ihn gefangen. Ach krass, wie schnell die hoppeln. Okay, den nehmen wir erstmal mit. Ich weiß nicht, ob der zu meiner Diät gehört. Aber ich habe so einen Hunger. Und das, was da unten rumläuft, ist keine potenzielle Beute. Greift es an. Oha. Zu mich angreifen. Oh Gott. Was ist denn mit dir los? Beruhig dich. Wir rennen einfach weg. Wir sind ja schnell genug. Und wir fressen jetzt mal den Frosch, würde ich sagen. Können wir erstmal riechen, dann sehen wir, ob es die Diät ist. Nee, ist leider nur Fleisch. Ach, ist egal. Wir sind so hungrig. Da kam der Frosch genau richtig. So, den Rest haben wir mal so geschluckt. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich wieder dahin zurück, wo wir herkommen, würde ich sagen. Weil hier vorne sind nur Fleischfresser. Da wäre eine potenzielle Beute. Wenn sie alleine ist. Oh, das ist ein Cerato, glaube ich. Oh Gott, ich habe es nicht hingekriegt. Okay, das war schlecht.
Okay, ich weiß nicht, wie das genau geht. Ah, es war aber richtig. Ich habe es nur nicht getroffen. Also ich muss den so anspringen und dann kann ich ihn vergiften. Jetzt weiß er natürlich Bescheid. Da ist er. Nee, ist ein Raptor. Gott, vor Raptoren habe ich Angst, sage ich euch ehrlich. Aber wo ist der Cerator hin? Unser Fressen und Trinken neigt sich echt dem Ende. Zeit, dass wir jetzt was finden. Die Diäten sind auch gleich aufgebraucht. Ja, die Frage ist, wo finden wir Beute, die nicht wie ein Raptor klingt? Weil auf Raptoren habe ich echt keine Lust, muss ich sagen. Weil die sind halt auch flink und ein bisschen größer als ich. Ist, glaube ich, die Spezies, mit der ich mich am wenigsten anlegen möchte. Ich glaube, ich würde lieber einen Stegosaurus angreifen als einen Raptor. Oh, da unten läuft was. Klein und flink. Könnte gute Beute sein. Ist nur ganz kurz gesehen. Das trinkt gerade. Oh nein, ich bin rübergesprungen. Oh mein Gott, ich habe sowas von nicht drauf. Das gibt es doch nicht. Ich muss das echt üben. Ich bin einfach über das Tier gesprungen ins Wasser. Das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt noch einen zweiten Versuch wagen. Wir sind so unfassbar hungrig. Vielleicht kriegen wir Schaden. Ist aber nicht mehr. Oh nein, wo ist das? Oh, wir haben Hunger. Ich schnupper nochmal. Das könnte auch im Wasser sein. Will nicht schon wieder verhungern. Im Wasser. Das gibt es nicht. Aber da vorne ist die nächste Keule. Oh mein Gott. Es wird schon wieder ein harter Kampf ums Überleben. Einfach weil ich es nicht hinkriege, die Feinde anzujumpen. Das muss ich echt üben. Natürlich ein Krokodil bei, das gibt es nicht. Aber ich habe immer mal den Sprung geschafft. Da vorne ist eine Keule. Ich hoffe, die ist am Land. Ist sie, glaube ich, auch nicht. Das ist doch schon wieder ein Croc. Ach, Mann. 62%. Ist alles noch gut. Wir haben halt aber auch keine Ausdauer und nix. Wir müssen jetzt super viel riskieren. Ich habe mir einfach zu lange Zeit gelassen. Ich hätte einfach noch andere Sachen essen sollen. Ich dachte halt wegen der Diät und sowas. Macht das Sinn? Aber mich baiten auch die ganze Zeit diese Keulen im Wasser. Das ist echt ätzend. Weil man rennt dann dahin und kann die gar nicht essen. Da wäre eine Diät. Aber da oben, oder? Oder auch wieder im Wasser? Da komme ich nicht hin. Okay, da wird ja wohl was bei sein. Oh mein Gott. Ist halt auch gefährlich jetzt, aber wir haben keine Zeit. Müssen jetzt einfach hin und hoffen. Direkt bei den Raptoren am Fressen.
Prozent. Ich hoffe, die lassen mir was über. Die haben mich gesehen, glaube ich. Das gibt es nicht. Lag da was? Ich esse nicht viel. Und die Raptoren sind direkt über mir. Das Überleben ist gesichert, Leute. Aber es war super gefährlich. Oh Gott. Ich werde vermutlich hier jetzt nochmal das Wasser überqueren. Und hoffen, dass da auf der anderen Seite was ist. Dann haben wir zumindest nicht mehr die Raptoren neben uns. Hier ist auch so ein Diät-Symbol. Aber bestimmt im Wasser. Nee, ist es nicht. Ach, Gott sei Dank. Bestimmt ein Kompi. Nee, ist ein Hase. Müssen wir ihn nur treffen können. Okay, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Wir haben Food. Wir haben überlebt. Da war ein Raptor. Alter, man verliert ja voll schon aus den Augen. Krieg's auf jeden Fall noch nicht hin. Er ist aber auch überfordert, er sieht mich auch nicht. Ich muss besser zielen. Ist nicht gut, ich habe keine Ausdauer mehr, sehe ich gerade. Sind erstmal weg. Und seinen Eltern kommen, glaube ich, auch gerade. Deswegen hauen wir ab. Es war aber wieder eine gute Übung. Ist aber schwierig, ne? Also den Pounce zu treffen, das muss man richtig üben. Also diesen Ansprung. Gerade bei so kleineren Zielen. Ich bin da auch sehr, sehr nervös, wenn dann so eine Situation ist. Und dann nehme ich mir nicht die Zeit, die ich eigentlich mir nehmen sollte. Na, ist egal. Jedes Training ist gut. Selbst wenn ich fehle. Ich lerne ja aus meinen Fehlern. Ich muss es üben. Bei größeren Targets klappt's. Also das geht. Und ich glaube, wenn dann dieser Call danach kommt, haben wir unsere erste Vergiftung gemacht. Versuch's nochmal. Okay, wir sind jetzt aber auch am Arsch. Ich glaube, wir haben jetzt eine Essensvergiftung. Oh, das ist ein Kompi. Ach, hier. Fressen wir uns hier doch voll an den Kompis.
Die scheinen hier ein Nest zu haben. Brauchen zumindest die Diät. Hey! Wie schüttel ich den ab? Sieht man halt auch nicht die kleinen Raptoren. So, ich glaube, jetzt haben wir unsere Survival-Stats erstmal wieder ganz gut im Griff. Ich trinke jetzt auch nicht zu viel. Nicht, dass wir da wieder Probleme haben. Es geht alles wieder ein bisschen höher. Das ist gut. Das ganze Minus geht weg. Die Sachen müssen wir halt abwarten, glaube ich. Aber ich glaube, mehr als uns jetzt gut ernähren und gut trinken und so können wir nicht. Ich glaube, wir haben heute noch keinen Pflanzenfresser gesehen. Das ist eine Insel voller Fleischfresser. Macht's halt auch nicht einfacher. Meint, ich kann hier runterspringen, weil ich will eigentlich auf die andere Seite. Ich werde das nochmal versuchen. Ins Wasser sollte ich ja überleben, oder? Ich habe Schaden bekommen. Okay, krass. Und ich habe mir die Beine gebrochen. Was ist das? Ein Wildschwein. Meint ihr, ich kann das killen? Oh Gott. Ich soll vielleicht nicht vorne reinspringen. Das hat mir richtig Schaden gemacht. Ich frag mich ja, wie man das killt. Also anpouncen hat nicht geklappt und drumherum laufen kann ich auch nicht wirklich. Okay. Hab keinen Plan, wie man das tötet. Ah, hier, guck mal. Ein Krokodil. Ich weiß gar nicht, ob das was für die Diät bringt. Wahrscheinlich nicht. Jetzt hätten wir es ja gerade gerochen. Hat das gerade sein Auge auf und zu gemacht? Schon wieder? Was ist da denn los? Lebt das noch? Das macht nur Winterschlaf, Leute. Ist das ein Artgenosse? Oder ist das ein Kompi? Ich glaube, es ist eher ein Kompi. Gar nicht ausgereicht. Schade. Aber hier liegt halt noch was. Ne, es ist nur ein Bluttropfen. Aber wenn wir keine Diät haben, ist halt immer schlecht. Wegen den ganzen Boosts und sowas. Ich werde jetzt nochmal versuchen, hier das zu suchen. Und dann können wir ein bisschen auf Jagd gehen. Oh, das ist ein Wildschwein. Das sollte ausreichen, um unsere Diät zu füllen. Oh mein Gott. Ich konnte nicht angreifen. Doch, es war klappt. Aber warum konnte ich gerade nicht springen? Oh Gott, wir müssen ihn abhängen. Er hat uns halt jetzt schon gekickt. Schnell durchs hohe Gras weg. Aber irgendwie hat mein Sprung nicht funktioniert gerade. Ich werde jetzt weitermachen. Den Gali wieder suchen. Ich will meine Rache. Ja, irgendwie habe ich meinen Sprung vorhin nicht hinbekommen. Keine Ahnung, woran das lag. Ich bin einfach stumpf dann in den reingelaufen. Das sah für euch sicherlich komisch aus. Aber bei mir habe ich halt eigentlich rechte Maustaste gedrückt, dachte ich. Hm. Naja, ist es, wie es ist. Ich habe es jetzt zum Glück überlebt. Und wir haben noch eine zweite Chance. Oh, da vorne geht's ab. Da könnten wir uns auch einmischen. Oh, oh. Vielleicht sollte ich einfach der Beobachter bleiben.
sind sogar 5 Raptoren jetzt insgesamt. Oh Gott, der Arme. Mit gebrochenen Beinchen ist er da. Und singelt. Oh, das tut mir leid für ihn. Ja, der Fight ist in vollem Gange. Der steht da gerade still. Ich mische mich ein. Es hat wieder nicht geklappt. Ich bin zu früh gesprungen. Oh Mann, ey. Krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's nicht hin, ey. Ich fass es nicht. Oh Gott. Gott, die wollen mich. Aber ja. Okay, bergauf kann man nicht springen. Das hatte ich nämlich vorhin auch bei dem Galli. Das habe ich jetzt auch gerade wieder gemerkt. Aber ich bin durstig. Sollte in den Wald verschwinden. Ich lerne aber dazu. Okay, also nicht bergauf angreifen. Stege und ein Kanu. Oha. Ein sehr seltsames Team. Bin aber auch schon langsam wieder hungrig. Und ich würde halt jetzt gerne mal gegen größere Saurier das testen. Schade, dass die nicht alleine sind. Aber vielleicht trennen die sich ja gleich. Sieht aber aktuell nicht so aus. Da sind jetzt auch noch 2 andere kleinere. Ich glaube, das ist ein Ceratus, oder? Da hat der Stego keinen Bock drauf. Ich würde ja gerne ein bisschen kämpfen üben, muss ich sagen. Bin sowieso sehr hungrig, also würde schon Sinn machen. Frag mich ja, wo der Kano gerade ist. Oh, die kommen in meine Richtung. Hat abgelenkt von dem Stego. Ich könnte ihn gleich mal anjumpen. Geklappt. Natürlich direkt wütend auf mich. Schnell durch die Büsche. Greift mal den Stego an, glaube ich. Warum nicht? Sind Zirkeln? Ich weiß halt nicht, wo sein Freund ist. Oh ja, die fighten. Und der ist super nah dran. Ich muss echt aufpassen, dass ich da nicht zwischen die Fronten gerate. Mitmachen. Und die haben den in die Flucht geschlagen und einen gekillt.
will auch was essen. Meint, ich kann freundlich hingehen? Okay, er nickt. Ich habe Angst. Kann ich vertrauen? Der richtet seinen Stachel so aus. Trau dem nicht. Ne. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich habe Hunger. Wenn wir nichts finden, müssen wir wiederkommen. Das ist auf jeden Fall vergiftet. Ist echt schwer, so einen kleinen zu treffen. Gott, Gott, Blut halt auch. Sehe ihn nicht mehr. Oh, da ist er. Ich hab kaum noch Ausdauer, wir müssen weg. Wir müssen es jetzt riskieren hier. Die haben den Kanu erlegt. Ich riskiere es jetzt. Ich wusste, dass die mich töten wollen. Habt ihr das gesehen? Aber ich habe mir ein Stück Fleisch rausgegriffen. Ich wusste es, den kann man nicht vertrauen. Die nehmen das Fleisch auch mit. Die haben meinen Kanu auch abgesnackt. Was hast du davon? Jetzt haben wir schon zweimal Gift drauf gemacht. Verteidigt halt das Fleisch. Da greift noch irgendwas Kleines an gerade. Oder beobachtet. Versuche nochmal Gift drauf zu machen auf ihn. Nein, er hat mich erwischt. Ach, shit. Aber der andere greift auch an. Ah, so ein Mist. Schade. Ja, aber Leute, das war's mit dem Trodon. Hat auch echt Spaß gemacht. Mit dem muss ich aber noch viel, viel üben. Beim Kämpfen und sowas. Ihr könnt auch wieder gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Das würde mir wirklich sehr helfen. Und was mir auch sehr, sehr helfen würde, wäre ein Like. Ich würde euch jetzt nochmal bitten, in die Kommentare zu schreiben, welchen von diesen Dinosauriern ihr als nächstes sehen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.